Klasse aus der in Tulln. Und ich habe mir gedacht, ich mache mal ein Video aus der Perspektive einer Frau, wie die so eine Bike-Messe sieht, und zwar aus der Sicht einer Motorradfahrerin. Und ja, ich stehe jetzt hier schon beim ersten Stand von SW Moped. Cool. Das heißt, ich werde mich jetzt mal umschauen und werde mal schauen, was so Interessantes gibt. Denn ich persönlich fahre die Conti Train Attack 3 auf meiner Africa Twin, und der Reifen ist ursprünglich ein Tubeless-Reifen, also ohne Schlauch, gemacht. Und jetzt habe ich hier mit einem Herrn von Conti gesprochen und habe den mal gefragt, wie das so ist mit diesen Reifen und wie die Idee hier dazu ist, ob man die eben auf, also Tubeless oder mit Schlauch montieren kann. Und er hat mir gesagt, actually, es kommt darauf an, auf die Felge. Das heißt, wenn die Felge für schlauchlos Reifen gemacht ist, dann macht es keinen Sinn, oder dann ist es nicht gut, einen Schlauch da rein zu montieren. Wenn man aber ein Motorrad hat, das Felgen hat, wo ein Schlauch vorgesehen ist, dann kann man auch einen schlauchlos Reifen, also einen Reifen, der für schlauchlos gemacht wurde, ich hoffe, ich sage das jetzt richtig, ich sage das halt auf weiblich, montieren. Aber die Felge ist hier ausschlaggebend. Also wenn du eine Felge hast, die für Schlauchreifen gemacht sind, kannst du trotzdem zum Beispiel jetzt hier den Conti Trail Attack 3 montieren. Ah, wieder weiser, denn oft kursieren in den Foren so viele super tolle Meinungen, die alle meinen, sie wollen uns was Gutes tun. Ja, ich habe jetzt direkt mit dem Fachmann gesprochen von Conti und habe das geklärt. Zumindest ist es für mich, und ich hoffe, es hilft euch auch weiter. Für mich ist relevant, dass natürlich ein Reifen gut performt auf der Straße, auch bei Nässe, und dann natürlich auch ein bisschen, ja, auf Schotter, Straßen, Waldwegeln und so weiter. Also ein bisschen schon Allrounder, aber natürlich nicht Hardhandle oder nicht oft zu starkes. Moskomoto, und ich bin ein riesen Fan von Moskomoto. Es war schon vor Corona, die letzte Messe, bin ich süchtig geworden, und ich habe hier getroffen, voll cool, die Silke, die nämlich jetzt für den ganzen deutschsprachigen Raum zuständig ist und super coole Infos gegeben hat. Wir haben gerade gesprochen über eure coolen Klamotten, die ihr ja so macht mit dem Versand. Mhm. Also ich kann die bestellen, wenn sie nicht passen, dann übernehmen wir die Rückversandkosten, mhm, und du kannst kostenfrei austauschen. Ist das nicht cool? Also, wer es probieren möchte, einfach nachschauen. Die Masterbank, hast du gesagt, auf der Webseite, die sind auch sehr, sehr genau. Und da kann man wirklich sich gut abmessen und schauen. Cool, und dann zeige ich euch noch den Rest, was Moskau so alles im Angebot hat. Cheerio!
hinten irgendwo, da steht mein Auto. Also Sport habe ich heute genug gemacht, zumindest ist meine Schrittzahl, auf die bin ich sicher gekommen. Aber wie belohnt worden, die Sonne, sie schaut wunderschön hier durch die Wolken durch. Anyway, mein Fazit von der Messe kommt gleich. Mein persönliches Fazit von der Bike Austria Messe in Tulln ist subjektiv. Es ist meine Meinung und meine Idee dazu und mein Eindruck, den ich gewonnen habe. Ich war am Samstag auf der Messe und mir ist das so richtig bewusst geworden. Eine Messe in meinen Augen ist wirklich so ein Event der Gesellschaft. Man trifft Leute, die man vielleicht schon lange nicht mehr gesehen hat. Man kann sich austauschen über welche Reifen die besten sind, welches Motorrad gerade aktuell ist, wie einem ein Motorrad gefällt, das gerade nur auf den Markt kommt oder auf der Messe vorgestellt wird. Aber in erster Linie ist es so ein Treffen der Community. Und es waren unheimlich viele Leute heute da. Also teilweise, wir sind wirklich wie so in Sardinen von einer Halle in die nächste gekommen. Für mich persönlich haben sich heute extrem tolle Gespräche ergeben mit wundervollen Menschen. Und ich muss wirklich eine Lobeshymne ans Motorradfahren per se schreiben. Ich selber habe ja den Führerschein, den A-Schein, erst im Oktober 2019 gemacht. Seitdem fahre ich. Meine Trinity, meine Afrika Twin, habe ich erst 2022, im April, Ende April, bekommen, gekauft und seitdem bin ich mit ihr ja an die 30.000 Kilometer gefahren. Und diese Community von Motorradfahrern ist einfach so sensationell. Es gibt für alle Sparten etwas. Ob du das jetzt auf der Messe dir anschaust von den Bikes von Naked und Cruisern und Scramblern und Harleys und Enduros, Hard Enduros, Trial, Reise-Enduros in allen möglichen Preiskategorien. Natürlich die Elektro-Dinger da, also Entschuldigung, Elektro-Motorräder nicht zu vernachlässigen. Und was es sonst noch so gibt, wirklich, wirklich spannend und die Community ist einfach mega. Und es ist wirklich für jeden etwas dabei und wow, also ich bin einfach so begeistert. Dieser Bericht hier ist auch nicht so wie alle anderen Messeberichte, dafür gibt es andere, die das super gut machen. Also hier gibt es keine technischen Details zu, was ein Motorrad kann, wie viel Kilos hat und so weiter. Das ist nicht meine Herangehensweise an das Thema, denn dafür gibt es andere, die sich weit besser auskennen als ich. Sondern was mich interessieren würde, warum gehst du auf die Messe? Was ist da wirklich dahinter? Würdest du ein Motorrad auf der Messe kaufen oder schaust du das schon vorher lange an? Für mich persönlich ist es immer so ein Gustieren, ein Schauen, was gibt es Neues am Markt und natürlich auch Menschen treffen und sich austauschen oder auch ganz gezielt. Also ich war heute ganz gezielt und habe mir wirklich ein paar Sachen angeschaut, die mich neugierig gemacht haben und die mich interessiert haben. Aber mich würde interessieren, warum gehst du auf eine Messe? Was interessiert dich genau? Oder was wünschst du dir von vielleicht meiner anderen Art, ein Video zu machen für die nächste Messe oder das nächste Event? Welche Fragen hast du? Was würdest du speziell wissen wollen? Oder ist es mehr auch so für dich so eine Community-Sache? Man trifft Leute und man kann einfach gustieren. Und nachdem die Saison ja noch ein bisschen braucht, bis sie endlich da ist, ist es auch so ein bisschen dieses Vorkribbeln, wieder sein Motorrad bewegen zu können oder zu fahren zu können oder Routen zu planen, Reisen zu planen oder sei es nur im Heimatland herumzufahren. Ganz egal. Also mich würde deine Meinung hier wirklich interessieren, um auch vielleicht ein nächstes Video auch noch besser zu machen und mehr auf die Fragen einzugehen. Ich habe schon auch coole Leute getroffen. Und unter anderem habe ich getroffen Road Calls Me und die Begegnung war extrem herzlich. Ich meine, wir kennen uns nicht. Ich kenne ihn von YouTube und ich kann euch nur empfehlen und ich verlinke es euch, die Videos anzuschauen. Er macht das wirklich fantastisch und sehr köstlich und auch mit viel Input und mit viel auch Ideen und die Anregen nachzudenken, das hat mich sehr gefreut. Und auf der anderen Seite hat es mich auch sehr gefreut, Menschen zu treffen, die meinen Kanal schon kennen. Wow, das freut mich natürlich ganz besonders. Was mich auch noch interessieren würde, zu guter Letzt, ist, wer geht auf eine Messe? Also kann man das an einen Kilometerschnitt festlegen oder ist es einfach nur der Grad
der Sucht nach Motorradfahren und dieses Feeling wieder zu bekommen oder auch einfach up to date zu sein, was gibt's Neues und wie schauen die neuen Maschinen aus. Also gerade von Honda bei der Transalp ist unheimlich viel los gewesen, auch bei KTM war unheimlich viel los, es war überhaupt heute viel los bei allen möglichen Ständen. Und übrigens, ich werde von niemandem gesponsert, also all meine Sachen, mein Zeugs, meine Motorradl, ich kaufe mir alles selber, also ich kriege da keine Sponsorings oder sonstiges. Deshalb, also nur weil ich die Namen erwähne, heißt das nicht, dass ich von denen irgendwelche Deals habe oder sonstiges, sondern ist einfach meine persönliche Meinung. Aber es war schon cool, das zu sehen, auch dass so viele Leute sich natürlich auch für die neuen Motorräder interessieren, weil die Motorrad-Community ist schon wirklich was Besonderes. Es ist egal, in welchem Land du fährst, wir grüßen uns untereinander zum Beispiel. Ja? Oder wenn jemand alleine am Straßenrand steht mit Motorrad, es wird gefragt, ob du Hilfe brauchst. Mir ist das in Finnland passiert. Ich habe einfach nur den Weg gesucht, stand dort, kommt ein Auto, ein Finne mit einem Auto um die Ecke und sagt, du, ich bin auch Motorradfahrer, nur jetzt gerade mit dem Auto unterwegs, brauchst du Hilfe? Wo passiert dir das? Es ist einfach cool, unsere Community. In diesem Sinne, viel Spaß noch auf der Messe oder auf den nächsten Messen oder wenn wir uns sonst irgendwo mal sehen. Und ja, das war mein Fazit von der Bike-Messe Tulln 2023. Cheerio und bye bye!